gepanzerter Wagen des ehemaligen libanesischen Premierministers Rafik Hariri fährt durch Beirut. Als er an diesem 14. Februar 2005 das libanesische Parlamentsgebäude betritt, weiß Hariri noch nicht, dass er nur noch wenige Stunden zu leben hat. Dies sind die letzten Filmaufnahmen von ihm. Er war sehr fröhlich. Er scherzte und plauderte angeregt mit den anderen Parlamentariern. Jemand fragte ihn, willst du dich nicht dem Wahlrecht beugen? Und er antwortete, wie auch immer das Gesetz aussehen mag, ich werde diese Wahlen gewinnen. Nach dieser berühmt gewordenen Sitzung kam er zu uns, um sich zu verabschieden. Er sagte, er hätte noch eine Verabredung. Es war eine Verabredung mit dem Tod. Es ist 12.30 Uhr, ein milder Wintertag. Rafik Hariri nimmt sich Zeit und beschließt, den Schutz seines Wagens zu verlassen. Er macht einen kleinen Spaziergang zum Café de l'Etoile nahe des Parlaments. Im Café plaudert der Premierminister eine Viertelstunde mit Journalisten. Wir trafen ihn zufällig im Café de l'Etoile. Wir saßen an zwei unterschiedlichen Tischen, als Hariri hereinkam. Also setzte er sich an einen Tisch in der Mitte und lud uns ein, ihm Gesellschaft zu leisten. Ich wünschte, ich hätte ihn an diesem Tag nicht getroffen. Wir stiegen in das Auto ein und fuhren los. Wir wussten ja nicht, dass es unsere letzte Fahrt werden sollte. Dieser Gedanke lag uns fern. Aus Sicherheitsgründen nimmt Hariris Fahrzeugkonvoi immer neue Routen. Erst in letzter Minute werden sie festgelegt. Wir waren vier Autos und ein Jeep. Der Jeep fuhr vorne weg, dann kam ich, dann der Wagen des Premiers und dann zwei weitere Autos und ein Krankenwagen. Wir fuhren erst in Richtung Rathaus, dann zum Marinestützpunkt und dann entlang der Küstenstraße. Wir kamen bis auf die Höhe der Hotels Venezia und St. George. Wir fuhren ganz entspannt und hatten die Autofenster geöffnet, damit wir etwas von dem schönen Tag sehen konnten. Talal war in dem Mercedes direkt hinter Hariris Wagen. Plötzlich bemerkten sie ein verdächtiges Auto. Talal zog die Handbremse und stellte sich quer zur Abschirmung. Wir fühlten etwas. Wie kann ich es nur beschreiben? Es war wie ein Erdbeben. Die Explosion erschüttert die ganze Stadt. Noch weiß niemand, wer unter den Trümmern liegt. Der Libanon ist ein kleiner Küstenstreifen am Mittelmeer mit 230 Kilometern Länge. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges endet auch die türkische Besatzung und Frankreich erhält das Mandat des Völkerbundes über den Libanon. 1943 erlangt das Land die Unabhängigkeit. Im Jahr 1948 fliehen mehr als 500.000 Palästinenser aus Israel in den Libanon. Es kommt deshalb immer wieder zu Auseinandersetzungen des Landes mit seinem hebräischen Nachbarn. Zwischen 1975 und 1990 herrscht Bürgerkrieg zwischen den Befürwortern und den Gegnern der palästinensischen Sache.
Die internationale Gemeinschaft sieht stillschweigend zu, wie die syrische Regierung die Wirren des Bürgerkrieges nutzt, um mit militärischen Mitteln ein Regime in Beirut zu etablieren. Dieses handelt auf Anweisungen aus Damaskus. Im Jahr 1992 wird Rafik Hariri zum ersten Mal zum Premierminister ernannt. Er will die Auswirkungen des Krieges beseitigen und die Infrastruktur im Libanon wieder aufbauen. Ich war auf einem Flug von Riad nach Abu Dhabi. Wir landeten ungefähr um 5:05 Beiruter Zeit. Die Nachricht von der Explosion verbreitete sich und dann erfuhr ich, dass die Bombe detonierte, als mein Vater mit seiner Eskorte dort vorbeigefahren war. Also versuchte ich, die Bodyguards oder andere Mitfahrer aus dem Konvoi anzurufen, aber ich konnte niemanden erreichen. Wir suchten in den Flammen nach dem Premierminister, aber wir konnten nichts sehen. Dann gab es weitere Explosionen, die durch die Munition und Waffen in unserem Wagen verursacht wurden. Darum befahl man uns, zurückzutreten. Ich sah einen Bodyguard des Premiers. Sein Hemd hing an ihm herunter. Er hatte eine Hand auf dem Kopf und sah sehr blass aus. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Ich wollte ihn fragen, wer liegt dort auf der Erde? Als wir uns von den Flammen entfernten, sahen wir jemanden am Boden liegen. Ich erkannte ihn an seinem Ehering. Es war der Ehering des Premiers. Ich sagte zu den anderen, der Premierminister ist tot. Es war der Premierminister. Die Nachricht vom Bombenanschlag auf den Konvoi des ehemaligen Premierministers wird weltweit in den Fernsehnachrichten verbreitet. Der Terrorismus ist in den Libanon zurückgekehrt. Nur 3 Monate vor den Wahlen sind der ehemalige Premierminister Rafik Hariri und 9 weitere Menschen getötet worden. 3 Ereignisse haben sich in mein Gedächtnis eingegraben. Wo ich war, als Präsident Kennedy ermordet wurde, wo ich am 11. September war und wo ich war, als Rafik Hariri getötet wurde. Ich erinnere mich noch sehr genau an meine letzte lange Unterhaltung mit ihm. Das war anlässlich eines Abendessens unter 4 Augen in Beirut. Ich musste sofort daran denken, dass wir damals auch ausführlich über das Thema seiner Sicherheit gesprochen hatten. Die Verwundeten werden in das amerikanische Krankenhaus in Beirut gebracht. Rafik Hariri ist bereits im OP. Niemand wagt sich festzulegen, lebt er oder lebt er nicht mehr. Es gibt mindestens 20 Tote und Hunderte von Verletzten. Die politische Spitze des Libanon versammelt sich im Krankenhaus. Walid Jumblatt ist einer der Ersten. Er ist der Anführer der Drusen im Libanon, Parlamentarier und ehemaliger Minister. Sogar jetzt kann ich meine Gefühle kaum beherrschen, wenn ich daran denke. Ich weiß nicht warum, aber als mein Vater getötet wurde, da fühlte ich Wut und Zorn. Doch jetzt ist es anders. Ich werde von meinen Gefühlen übermannt, also möchte ich lieber nicht darüber sprechen. Marwan Hamadeh, der noch versucht hatte, Hariri im Parlament aufzuhalten, war am Boden zerstört. Es war der größte Schock meines Lebens. Auf persönlicher wie auf nationaler Ebene. Ein Korps
Korrespondent des arabischen Senders Al Jazeera berichtet live. Auch er wartet auf eine Bekanntmachung der Ärzte. Alle befürchten das Schlimmste. Ich erinnere mich noch genau, dass ich mich davor fürchtete, vor der Kamera bekannt zu geben, dass Hariri tot ist. Es war einfach zu viel für mich. Als ich gefragt wurde, was dem ehemaligen Premier passiert sei, sagte ich, wenn Rafik Hariri in dem Auto war, das in die Luft gesprengt wurde, dann befindet er sich jetzt in Gottes Hand. Eine Stunde nach der Explosion geben es die Ärzte schließlich bekannt, Rafik Hariri ist tot. Seine Tochter bricht auf den Stufen vor dem Krankenhaus zusammen. Die Minister und andere Politiker weinen. Der Libanon musste schon viele Verluste verkraften, doch dieser brachte das Fass zum Überlaufen. 30 Jahre lang hat das Land die syrische Besatzung ertragen, eine lange Geschichte von Unterdrückung und Terrorismus. Trotz Angst vor den Geheimdiensten und möglicher Repressalien gehen die Menschen in Beirut auf die Straße. Es sind nicht nur Rafik Hariris Anhänger, sondern libanesische Bürger aller Konfessionen. Sie machen ihrem überwältigenden Zorn über die politischen Morde der letzten 30 Jahre Luft. Voller Wut und Trauer ziehen sie durch die Straßen. Die Demonstranten bewegen immer mehr Ladenbesitzer, Bus- und Taxifahrer dazu, ihre Arbeit niederzulegen. Ganz Beirut rebelliert und kommt zum Stillstand. Die Menge verlangt den Rücktritt des pro-syrischen Präsidenten Emil Lahoud und macht Syrien für den verbrecherischen Anschlag verantwortlich. Und sie fordern, dass die 30.000 syrischen Soldaten den Libanon nach 30 Jahren Besatzung verlassen. An diesem 14. März 2005 gehen die Libanesen zum ersten Mal in der Geschichte des Landes gemeinsam auf die Straße und geben so ihrer Hoffnung auf eine Versöhnung zwischen den verschiedenen Lagern Ausdruck. Sie sind bereit für den Neuanfang, von dem Rafik Hariri immer gesprochen hatte. Der Tag geht als Zedernrevolution in die Geschichte ein. Die Syrer dachten, dass die Libanesen, wenn sie ihren Führer Hariri verlieren, in kleine Gruppen zerfallen und in Passivität versinken würden. Aber das libanesische Volk sagte nein. Die Beziehungen zwischen den benachbarten Hauptstädten Damaskus und Beirut sind seit jeher kompliziert. Als 1975 der Bürgerkrieg ausbricht, scheint die von der libanesischen Regierung zu Hilfe gerufene syrische Armee die Rettung zu sein. Doch die syrischen Streitkräfte entwickeln sich schnell zu Brandstiftern. Anstatt zu vermitteln, beginnt das Regime unter Hafiz al-Assad die libanesischen Truppen zu manipulieren, Bündnisse zu destabilisieren und seine eigenen Interessen durchzusetzen. Die syrische Armee agiert nun gegen Palästinenser, Moslems und Christen gleichermaßen. Als der Krieg 1990 zu Ende geht, gibt es 150.000 Todesopfer zu beklagen und Beirut liegt in Trümmern. Der ehemals wichtige Dreh- und Angelpunkt des Nahen Ostens ist verwüstet. In diesem Moment erscheint Rafik Hariri auf der Bildfläche. Er ist der Mann der Stunde. Mittellos war er in jungen Jahren nach Saudi-Arabien gegangen und hatte dort in der Baubranche ein Vermögen verdient. Sein Traum ist der Wiederaufbau Beiruts. Rafik Hariri kehrt nicht als der arme Sohn eines Landarbeiters in seine Heimat zurück, sondern als reicher Mann mit ausschweifendem Lebensstil. Sein Vermögen wird auf mehrere Millionen Dollar geschätzt. Okay.
Der Wiederaufbau von Beiruts Stadtzentrum beginnt in den frühen 90er Jahren. Die Welt bewundert den Elan und Ehrgeiz des libanesischen Milliardärs. Aber Hariri wird auch dafür kritisiert, dass er seine geschäftlichen und politischen Interessen nicht ausreichend voneinander trennt. Besonders die ärmere Bevölkerung leidet unter den wild wuchernden Immobilien- und Grundstücksspekulationen. Ces quartiers-là, nous avons eu la guerre. C'était le symbole de guerre. Enfin, je vais le faire le symbole de paix. Tout le monde vivre ici. C'est un quartier où vivent les chrétiens et les musulmans ensemble, chacun à côté de l'autre. Doch Rafik Hariri ist nicht nur an Immobilienprojekten interessiert, er hat auch politische Ambitionen. Mehrmals wird er in das Parlament gewählt und viermal zum Premierminister ernannt. Einmal fragte er mich: Fares, warum magst du mich so sehr? Und ich antwortete ihm: Es ist ganz einfach. Du gehörst zu den Mächtigen der Welt, du vertrittst mein Land, bist sein Fahnenträger. Dank dir kann ich stolz auf mein Land sein. Ich liebe dich, weil ich mein Land liebe. Die Staatsoberhäupter der Welt schätzen diesen moderaten Moslem als einen Mann des Dialogs, der sich für die friedliche Koexistenz der Religionen einsetzt. Für Jiang Zemin, George Bush, Gerhard Schröder und natürlich für Jacques Chirac und auch für Husni Mubarak war Rafik Hariri einer von ihnen, ein Mitglied ihres Clubs. Unter den Mitgliedern dieses Clubs spielt Jacques Chirac eine Schlüsselrolle. Hariri war sehr froh, dass die Libanesen Präsident Chirac so freundlich empfingen, dass sie aufgestanden waren, um ihm zu applaudieren. Er wollte der Welt noch viel beweisen. Sie trafen sich zum ersten Mal in den 70er Jahren, als ich noch sehr klein war. Da begann ihre langjährige und solide Freundschaft. Meinem Vater war diese Freundschaft mit Chirac sehr wichtig. Er schätzte sein Charisma und er war ihm gegenüber offen und ehrlich. Es ist nicht der französische, sondern der syrische Einfluss, der schwer auf Libanon lastet. Damaskus hat 30.000 Soldaten in dem Land stationiert, dessen Unabhängigkeit es nie anerkannt hatte. Es existiert nicht mal eine syrische Botschaft in Beirut. Die Oberhäupter der libanesischen Regierung bekommen ihre Anweisungen von Syriens Regime. Auch Rafik Hariri. Regelmäßig muss er vor Hafiz al-Assad erscheinen. Auch sein eigenes Land regiert Assad 30 Jahre lang mit eiserner Faust. Doch der syrische Präsident ist nicht dumm. Ab und zu lockert er den Druck ein wenig, um Hariri und seine mächtigen Freunde nicht allzu sehr zu verärgern. Hafiz al-Assad respektierte Rafik Hariri sehr. Dann.
Der ehemalige Vizepräsident Syriens weiß, wovon er spricht. Unter Hafiz al-Assad ist er für die Belange Libanons zuständig. Oft genug profitieren die Syrer in diplomatischen Angelegenheiten von Hariris Beziehungen. Rafik Hariri verfügte über ein Netzwerk wichtiger arabischer und internationaler Kontakte und nahm des Öfteren die außenpolitischen Belange Syriens in die Hand. Ich erinnere mich an ein Treffen in Deutschland. Unser Außenminister Al-Sharé hatte sich einen Schnitzer erlaubt und dadurch das Verhältnis zu seinem französischen Amtskollegen Hubert Védrine belastet. Präsident Hafiz al-Assad war darüber sehr verärgert und rief mich zu sich. Er war besorgt und bat mich, Rafik nach Frankreich zu schicken, um die Wogen zu glätten, was der dann auch tat. Nach 30 Jahren nahezu absoluter Herrschaft stirbt Hafiz al-Assad, der Bismarck des Nahen Ostens, im Juni 2000. Jacques Chirac, der auf eine Kursänderung in Damaskus hofft, nimmt als einziges westliches Staatsoberhaupt an seinem Begräbnis teil. Bashar al-Assad tritt überraschenderweise die Amtsnachfolge seines verstorbenen Vaters an. Problematischerweise dachte Bashar, Syrien wäre das Eigentum seines Vaters gewesen und er hätte das Land nun geerbt. Ich kannte den Vater gut und den Sohn auch ein bisschen. Der Unterschied zwischen den beiden ist enorm. Der Vater war zwar nicht unbedingt ein Gentleman, aber wenn man nach harten Verhandlungen mit ihm zu einer Übereinkunft gelangte, dann wurde das Beschlossene auch in die Tat umgesetzt. Dem jungen al-Assad dagegen fehlen sowohl die Begabung als auch der Intellekt für die Aufgabe. Und dennoch, schon im Juni 2001 wird das neue syrische Staatsoberhaupt in Paris empfangen. Die Leute hatten geglaubt, dass er sein Land grundlegend reformieren würde und dass dies einen positiven Einfluss auf die benachbarten Staaten haben könnte. Aber im Gegenteil, es sollte sich herausstellen, dass das neue Regime noch machthungriger und geldgieriger war als das alte. Der Libanon sollte nur als Goldesel fungieren und ausgenommen werden. Syrien kontrollierte alles. Die Geheimdienste, die Verwaltung, das Rechtssystem, die Polizei und die Armee. Es konnte kein Vertrag abgeschlossen werden, ohne dass anteilige Provisionen an diese mafiaartigen Kreise flossen. Der Pate Bashar al-Assad und sein Umfeld hatten überall ihre Finger im Spiel. Sie schöpften Profit aus jedem neuen Projekt. Syrien kassierte enorme Provisionen für Vertragsabschlüsse aller Art, in der Baubranche, im Mobilfunk oder der Energiewirtschaft. Kaum hatte der Libanon die syrische Firma für den Bau einer Pipeline bezahlt, die Gas von Syrien zu uns transportieren sollte, hieß es, es gibt kein Gas mehr. Oder wenn ich an den Bankensektor denke, dann fällt mir ein, wie eine unserer führenden Banken komplett ausgeplündert wurde. 1 Milliarde Dollar verschwand in den Taschen der syrischen Regierung und ihrem libanesischen Verbündeten der Al-Madina Bank. Sie hatten den Libanon in einen Klon Syriens verwandelt. Um auf seinen Fahrten durch Beirut, dem engmaschigen Überwachungsnetz des Geheimdienstes, zu entkommen, hatte Hariri auf dem Dach seines Wagens einen Radarstörsender installieren lassen. Leute aus Hariris nächster Umgebung berichten, dass selbst der Sicherheitsoffizier, der ihm zum Schutz seiner Person von der libanesischen Regierung zur Seite gestellt worden war, von Syrien geschmiert wurde. Nachdem er erfahren hatte, dass alles, was er zu Hause oder in seinem Wagen sagte, beim Geheimdienst landete, fand Rafik heraus, dass dieser Offizier Syriens größter Spion war. Er stellte ihm eine Falle, indem er ihn unter vier Augen mit falschen Informationen fütterte. Als er noch am selben Nachmittag einen Anruf aus Damaskus erhielt, indem man ihm für genau diese Aussagen kritisierte, entließ er den Mann. Die internationale Untersuchungskommission der Umstände von Rafik Hariris Ermordung bestätigt die Verwicklung von hochrangigen Mitarbeitern des libanesischen Geheimdienstes in den Fall.
Sechs Monate nach der Explosion gehen die vier mächtigsten Generäle des Geheimdienstes und der libanesischen Armee hinter Gitter.